Inhaliergeräte werden sehr häufig nachgefragt, sehr häufig rezeptiert und selten benutzt. Man braucht eigentlich kein Inhaliergerät auf Vorrat. Und es ist so, bei Oesophagusatresie ist das Hauptproblem ja die Tracheomalazie, also die Enge der Luftröhre. Und da hilft Inhalieren gar nicht so furchtbar gut. Nur wenn das Kind ungewöhnlich viel Sekret hat oder zusätzliche Probleme auftauchen, kann Inhalieren sinnvoll sein. Und dann bekommt man sein Inhaliergerät natürlich auch rezeptiert. Aber einfach so finde ich nicht gut. Und das ist auch nicht sinnvoll.